Die große Frage, die die Märkte derzeit umtreibt, ist: Kommt es zu einer Rezession? Ja oder nein? Wenn ja, dann dürfte der S&P 40% von seinem Hoch fallen. Das zeigt jetzt ein frisch veröffentlichtes Modell, das ich Ihnen mal kurz vorstellen will. Und das hat Hand und Fuß, denn dieses Modell geht schlichtweg davon aus, dass eben dann in einer Rezession die Gewinne pro Aktie der Unternehmen deutlich zurückgehen, nämlich genauer gesagt um 24%. Ausgehend von einem Gewinn pro Aktie von 27,3 oder EPS-Trend von 27,3. Und dann schaut man sich die Bewertungen an, schaut sich an, wie ist denn jetzt eigentlich historisch eine Bewertung bei gewissen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und kommt dann eben auf diesen Wert von 40%. Wie gesagt, das ist ein Modell, das versucht, sich der Realität anzunähern. Niemand weiß, wie scharf eine Rezession ist oder sein wird, wenn sie eintritt. Aber man muss ja irgendwie eine Berechnungsgröße haben. Dieses Modell hat hier eben einen Rückgang von 24% bei dem Gewinn pro Aktie ermittelt und kommt dann eben auf einen Fall von 40% von dem Hoch ausgehend, das wir im S&P 500 gesehen hatten. Ja, und wie viel haben wir denn jetzt schon absolviert an Fall, seit es nicht mehr so rund läuft für die Aktienmärkte? Genau 18,2% nach Schlusskurs im S&P 500 gestern Abend. Wir waren ja schon mal ganz kurz im Bärenmarktterritorium, da war der S&P schon mal über 20% im Minus gewesen. Wir sehen hier diesen fallenden Trendkanal, den wir mit so einem Docht unterschritten hatten. Dann kam eine Anstiegsbewegung, gestern dann allerdings vor allem im Tech-Bereich wieder ein Rücksetzer. Wir sehen hier unten etwa den Nasdaq, auch diesen fallenden Trendkanal. Da sind wir unten angestoßen, sind dann in einem nochmal kurzfristigen, sehr steilen Abwärtstrendkanal. Und wenn wir den überwinden würden, hätten wir eine Chance, jetzt mal eine etwas nachhaltigere Bärenmarkt-Rallye zu absolvieren. Bisher ist das nicht passiert, kann aber passieren. Klar, die Stimmung ist bärisch, wir sind überverkauft, gar keine Frage. Aber es gibt ein paar grundlegende Probleme, auf die ich auch gleich eingehen werde. Mr. Biden, der Präsident der USA, hat ein grundlegendes Problem. Seine Ratings, seine Zustimmungswerte sind jetzt auf den tiefsten Stand gefallen, seit er im Amt ist, auf 36%. Das liegt unter anderem an den Spritpreisen. Hier die obere Grafik, neue Allzeithochs, respektive Mehrjahreshochs bei den Spritpreisen in den USA, und das verärgert natürlich die Amerikaner. Dann spüren die Amerikaner, dass die Wirtschaft deutlich abkühlt. Hier unten sehen wir mal Google Anfragen nach dem Begriff Rezession in den USA, und wir sehen, das geht deutlich nach oben. Das war noch mehr im Corona-Crash, das war auch mal 2019 der Fall, aber wir sehen, die Leute, die sind schon irgendwie auch mental jetzt darauf eingestellt, es wird mit der Wirtschaft nicht mehr so glorreich sein, sondern da kommt eine Abkühlung, und da mehren sich jetzt immer mehr die Indizien. Wir hatten ja diesen Schock durch die Zahlen von Target, wir hatten die Aussagen von Walmart, wir hatten dann Snap, die gesagt haben, also innerhalb der letzten 4-5 Wochen hat sich die Wirtschaft der USA sehr, sehr stark abgekühlt. Heute dann die Meldung, Amazon hat jetzt 14 Warehouses gecancelt, weil man schlichtweg mit den steigenden Kosten irgendwie nicht zurechtkommt. Unten sehen wir die Aktie, immerhin 10 Millionen Quadratmeter Warenhaus-Space sind da erstmal auf Eis gelegt worden. Unten sehen wir die Aktie von Amazon, die ziemlich ausgebombt ist, durchaus eigentlich das Setup jetzt hat für eine Erholungsrallye, wie Sven Hendrik hier zeigt. Aber sie muss eben auch diese Erholungsrallye hinzaubern. Jedenfalls sehen wir, dass eben auch gerade in der Amazon-Aktie eine Rezession schon gespielt wird, dass der Konsument also weniger konsumiert. Das wird sozusagen hier bei dieser Aktie schon mal eingepreist. Weitere Meldungen, Lyft zum Beispiel hat es gesagt, wir werden erstmal keine weiteren Mitarbeiter mehr einstellen. Wir wollen unsere Kosten reduzieren. All das sind diese Meldungen, die man dann bekommt, wenn der Hochpunkt einer Wirtschaft überschritten ist. Wir sehen jetzt auch bei Startup-Unternehmen, dass hier immer mehr Entlassungen der Fall sind. Warum ist das so? Erstens werden die Startups selber skeptischer über ihr Geschäftsmodell in diesen schwierigeren Zeiten. Und zweitens sitzt eben das Geld nicht mehr so locker, gerade von diesen Venture Capital Gesellschaften, die also diese Startups finanzieren. Die werden dann auch vorsichtiger, sagen sich, oh, wir halten jetzt besser mal das Geld zusammen. Es ist eben nicht mehr diese Euphorie, dieser Optimismus da, sondern man ahnt jetzt, da kommt etwas.
Also erstmal die Dinge auf Eis legen, das ist so ein bisschen das Muster. Gestern ein seltsames Muster an den Märkten, S&P 500 minus 0,8%, Nasdaq minus 2,2%, der 100 oder der Nasdaq Composite minus 2,35%. Ja, diese Snap-Warnung war das, was wirklich hier auf den Magen geschlagen hat. Und wir sehen aber auf der anderen Seite den Dow Jones leicht im Plus, also ziemlich starke Divergenz, die wir hier sehen zwischen den verschiedenen Indizes. JP Morgan hat es in Gestalt ihres Trading Desks, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gemacht. Anything with leverage getting crushed today. Alles, was ziemlich schuldengehebelt ist, hat ein Problem. Das sind etwa Casinos, das sind Kreuzfahrtgeschichten, Casual Dinners, also praktisch Ausgehlokalitäten, Leveraged Airlines, also Airlines, Fluglinien, die stark verschuldet sind. All die Aktien aus diesen Sektoren sind gestern 7-10% gefallen. Man sagt eben sich, okay, der Konsument wird jetzt weniger Geld ausgeben und was ist das Erste, was ich streiche? Vielleicht eine Kreuzfahrtreise oder vielleicht ein Abendessen irgendwo oder ein Casino-Besuch. Das mache ich dann auch nicht mehr, wenn ich nicht genau weiß, wie meine ökonomische Zukunft ist. Und wir sehen, dass eben hier dann Gelder abgezogen werden. Wir sehen, dass hier, wie man hier das formuliert, Leveraged Companies versuchen sozusagen ihr Cash zu sichern, also schuldengehebelte Unternehmen. Wir sehen, dass sozusagen auch andere institutionelle Player vorsichtig werden, lieber Geld rausziehen und so erklärt sich dann eben gerade in bestimmten Sektoren, wie die von mir gerade genannten, dass es da nach unten geht. Investors are shedding leverage, retailers and other sectors that will underperform in a slowdown. Also man geht raus aus Sektoren, die sich besonders schlecht entwickeln dürften, wenn wirklich die Wirtschaft deutlich abkühlt bis in eine Rezession hinein. Es gibt ja andere Geschäftsmodelle, die sind da resilienter, die sind weniger anfällig, aber es sind eben vor allem diese Dinge, auf die Leute verzichten können. Consumer Discretionary wird das genannt in den USA. Und schauen wir uns mal unten die Grafik an. Consumer Discretionary mit Abstand der schlechteste der 11 Sektoren im S&P 500. Energy der einzige Sektor neben Utilities, neben Versorgern, der positiv ist, sowohl diesen Monat als auch im Jahr 2022 insgesamt. Aber wir sehen hinten Information Technology, Communication Services, also Telekommunikation und eben Consumer Discretionary. Die Dinge, die man nicht täglich zwingend braucht, die werden abverkauft. Gestern auch wieder Consumer Discretionary minus 2,6%, Information Technology minus 1,6%, dagegen Utilities plus 2,0%, also Versorger, die praktisch ja so eine Art Anleihenersatz bieten, weil sie meistens viel Dividende auszahlen und gestern sind die Renditen für Staatsanleihen ja gefallen aus Sorge vor einer Rezession und vor allem stark Consumer Staples, drittstärkster Sektor in diesem Jahr auch. Also diese defensiven Dinge des täglichen Bedarfs, die werden hier gesucht und der Druck, der perfekte Sturm ist jetzt irgendwo da aus meiner Sicht, weil eben die Wirtschaft sich abkühlt. Auf der einen Seite Lieferengpässe, Materialmangel, die Inflation hochhalten. Deshalb müssen die Notenbanken gegen diese Inflation vorgehen. Deswegen also eine geldpolitische Straffung, das in einem Kontext einer sich abkühlenden Wirtschaft. Das bringt den Druck auf die Pipeline. Bill Ackman, der Hedgefondsmanager, sagt jetzt, die Fed muss viel aggressiver vorgehen. Wenn die Fed ihren Job nicht macht, dann werden die Märkte das tun, sagt er. Und diese Inflation muss gestoppt werden, sonst werden wir einen Kollaps der Wirtschaft sehen. Also der Druck ist da hier auf die US-Notenbank. Und bisher, ich hatte das gestern schon gezeigt, ist ja aus Sicht der Fed, was die Aktienmärkte betrifft, nicht viel passiert. Wir stehen nach wie vor 15% über dem ehemaligen Allzeithoch, das wir im Februar 2020 erreicht hatten. Kurz vor dem Corona-Crash waren wir bei 3.400 Punkten. Stehen wir also noch 15% drüber, auch wenn wir jetzt 18% vom Hoch schon verloren haben aus Sicht der Fed. Ja, heißt das noch gar nichts? Ist das noch nicht wirklich ein Problem? Also wird sie die Zinsen wahrscheinlich weiter anheben. Wir werden heute das FOMC-Protokoll bekommen. Protokoll also der letzten Sitzung der FED um 20 Uhr und 18 Uhr 15 wird FED-Vize Lael Brainard sprechen. Das könnte interessant werden. Andere Notenbanken, wie etwa die neuseeländische, haben heute Nacht wieder die Zinsen angehoben. 0,5%, das war so erwartet worden. Aber dann Orr, der Chef der Royal Bank of New Zealand, hat dann einen sehr hawkischen Ausblick gegeben und gesagt, wir werden die Zinsen weiter in Richtung 4% anheben.
dadurch der New Zealand Dollar sehr stark nach oben. Also wir sehen, da ist ein monetärer Klimawandel, Verzeihung für das Wort, im Gange, der sich ja nicht nur auf die Fed begrenzt. Was wird jetzt mit den Aktienmärkten passieren? Was wird mit dem S&P 500 passieren? Ich glaube, sehr kritisch ist dieses Niveau von 4000 Punkten. Das haben wir bisher nicht wirklich nachhaltig überwunden. Hier verläuft der Abwärtstrendkanal, wie dieser Chart hier zeigt. Wenn wir diesen Abwärtstrendkanal brechen würden, hätten wir dann mal das Potenzial für eine etwas nachhaltigere Bärenmarkt-Rallye. Ansonsten droht ein Rückfall wieder in Richtung 3810, 3812, glaube ich, war das Tief, das wir bisher im S&P 500 gesehen haben. Aber insgesamt sehen wir, dass es schwieriger wird an den Märkten. Die Anzahl der Tage, wo der S&P 500 den ganzen Tag wirklich von morgens bis abends sozusagen bis nachmittags US-Zeit im positiven Terrain traded, ist jetzt so gering wie seit 2009 nicht mehr. Also da ist durchaus was passiert. Am höchsten war die Zahl kurz bevor die Stimulus-Schecks ausgezahlt wurden in den USA. Also da gibt es einen Zusammenhang zwischen auch den Privatinvestoren, die natürlich all in gegangen sind mit diesen Stimulus-Schecks, und jetzt dem Ausbleiben dieser Stimuli, gleichzeitig einer Abkühlung der Wirtschaft, gleichzeitig einer gewissen Enteignung der Leute durch die Inflation. Und so wird es eben schwieriger für die Märkte. Absicherungen sind gestiegen, Put-Volume ist nach oben gegangen, ist jetzt so stark wie seit April 2020 nicht mehr. Also in Relation zu Calls, Puts zu Calls, Absicherungen zu Wetten auf weiter steigende Kurse. Dennoch, wenn wir uns den Nasdaq mal anschauen, dann gäbe es noch ein bisschen Luft, bis die Rate Hike Expectations wirklich eingepreist sind. Lange Zeit lief das sehr parallel, dann hat sich der Nasdaq ein bisschen nach oben entkoppelt, trotz seiner schlechten Performance, und hat da vielleicht noch ein Gap zu schließen. Wir sehen Erstaunliches nach wie vor am Repo-Markt. Wir haben ein neues Allzeithoch bei diesen Reverse Repos, wo die Banken also praktisch ihr Cash der Fed geben und die Fed ihnen dafür Staatsanleihen leiht, könnte man sagen. Das ist wirklich ein Vorgang, der extrem ist. Die wissen offenkundig nicht, wohin mit ihrem Cash. Man ist vielleicht auch vorsichtiger jetzt bei der Kreditvergabe aufgrund der Dinge, die sich hier wirtschaftlich zuspitzen. Und wenn wir jetzt mal den Blick weiten auf die ganze Welt, dann sehen wir, dass wir hier eben steigende Nahrungsmittelpreise haben, steigende Inflationszahlen haben, weltweit gesehen. Und höhere Inflation ist immer problematisch, weil Enteignung, weil Konsum einschränkend früher oder später. Und auf der anderen Seite, wenn das dann noch verbunden ist mit steigenden Lebensmittelpreisen, dann sind Disruptionen in vielen Wirtschaften eigentlich sehr wahrscheinlich. Und hier sehen wir nochmal die Durchschnittsinflation in der Welt. 8,67%, und George Soros hat jetzt in Davos davor gewarnt, dass diese Disruption of Supply Chains, diese Störung der Lieferketten, dass also die globale Inflation sich in eine globale Depression wandeln könnte. Vieles kommt hier auch auf China an. Was machen die Burschen? Da ist man in Sachen Peking weiter in Richtung Lockdown unterwegs. Man hat jetzt die Stadt Tianjin, zumindest das City Center dieser Großstadt, geschlossen. Wir sehen, dass die Mobile Phone Shipments, also das, was praktisch an Mobilfonen transportiert wird, 34,2% gefallen ist zum Vorjahresmonat. Also das dürfte für Apple auch ein Problem werden. Da wird schlichtweg auch weniger iPhones geliefert an Apple, geschweige denn verkauft in China. Wir sehen jetzt, dass offenkundig eine Art Kampagne wieder läuft. Die maßgeblichen Zeitungen in China, etwa die People's Daily, die Shanghai Securities Economic Daily oder die Wirtschaftszeitungen, die versuchen jetzt klarzumachen, Xi Jinping hat eine Priorität auf die Wirtschaft, deswegen sperrt er ja halb China in den Lockdown, weil er so viel Priorität auf die Wirtschaft legt. Offenkundig. Jedenfalls versucht man da so ein bisschen das Image aufzupolieren. Es gibt durchaus Kritik an Xi Jinping und dieser Lockdown-Politik, die darf sich aber nur hinter den Kulissen äußern. Und wir sehen, dass jetzt auch in Sachen USA-China-Verhältnis sehen wir wieder neue Militärübungen Chinas, die sich an die USA richten und sagen, wir warnen euch. Ich bin der Überzeugung, dass China durchaus hier eine Invasion vorbereitet, aber das ist natürlich erst im Nachhinein zu beurteilen, was sozusagen die Ukraine für Putin war, nämlich der Stachel im Fleisch. Das ist Taiwan für China. Taiwan hat ja sozusagen nicht
diese Mao-Revolution mitgemacht, hat sich davon ferngehalten. Das war immer ein Stachel im Fleisch für Mao, der das immer zurückhaben wollte. Jetzt Xi Jinping, der ja sozusagen eine Art Mao 2.0 ist, der auch wahrscheinlich ein Wirtschaftsmodell à la Mao wieder einführen will, was nicht gut gehen kann und nicht gut gehen wird. Aber das ist das große Thema, das wahrscheinlich uns in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen wird. Ja, und es tut sich Erstaunliches. Lindner, ich hatte es gestern schon gesagt, hat eine ziemliche Breitseite gegen die EZB-Chefin geschossen, gegen Lagarde. Das ist ein ziemlich unerhörter Vorgang. Ich kann Sie nur ermuntern, sich diesen Artikel nochmal anzuschauen, der bei uns auf Finanzmarktwelt auf der Seite steht, noch relativ weit oben. Dekaden von Deflation haben letztendlich zu einem reckless spending geführt, also zu einem fiskalischen Tsunami geführt, der sich jetzt rächt. Das ist leider das Problem, und vielleicht ist Lindner jemand, der der EZB jetzt auch mal ein bisschen auf die Füße tritt. Die Deutschen sind ja immer sehr zahm, da haben sie die Chance, mal den EZB-Präsidenten zu stellen mit Axel Weber. Dann wird das politisch nicht unterstützt, damals unter Merkel. Was für eine Dummheit, und das könnte sich jetzt ändern, auch wenn das für Lindner eine schwierige Geschichte werden wird. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ein sehr interessanter Artikel über den Lastenausgleich. Alle Immobilienbesitzer sind ja angeschrieben worden im Mai. Man muss bis Anfang Juni angeben, wie groß da der Besitz etc. etc. für einen Lastenausgleich. Also wenn es mal ganz dumm kommt, dass dann diese Immobilienbesitzer vielleicht einen kleinen Anteil zahlen müssen an den Staat zur Entschuldung desselben. Hochinteressanter Artikel, unter dem Video verlinkt. Und ebenfalls interessant, denke ich, wird ein Gespräch, das Sie heute Abend ab 19 Uhr sehen können. War das die Zeitenwende am Aktienmarkt? Da diskutieren wir mit Daniel Saurenz und dem Herrn Risse, Stefan Risse, beides ausgesprochene Bullen mit einem vielleicht nicht ganz so bullischen Fugmann. Das ist witzig, das dürfte spritzig werden, das ist informativ, das gibt Ihnen vielleicht eine Entscheidungshilfe, was Sie da tun können oder sollten. Sie können sich die Argumente anhören und dann die rauspicken, die Ihnen sinnvoller erscheinen. 19 Uhr, ich werde Ihnen den Live-Link, den Sie sich schon mal in den Browser bitte reinpacken, unter das Video verlinken, also dieser Artikel, Zensus und hier diese Live-Link-Geschichte unter dem Video. Jetzt erstmal einen guten Start in diesen Tag. Heute das Markeflüster etwas früher, weil um 19 Uhr ja Boom und Bust. Also bis dann, ciao.